Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Sie wissen, ich erzähle immer gerne Geschichten aus dem Leben, Geschichten aus der, ja, aus dieser Realität, in der wir hier gerade sind, und auch Geschichten, von denen wir vielleicht etwas lernen können oder die uns vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Eine ganz, ganz liebe Freundin. Sie arbeitet seit 40 Jahren in der Pflege. Und sie ist eine Frau, die wirklich sehr beliebt ist, vor allen Dingen bei ihren Kunden. Ja, sie nennt die Patienten, sie nennt sie nicht Patienten, sondern sie nennt sie immer meine Kunden. Nicht meine Patienten, sondern meine Kunden, weil sie sagt immer, sie sind nicht krank, sie haben nur eine gewisse Unterstützung nötig, es sind meine Kunden. Und so behandelt sie auch ihre Kunden. Ja, die Kunden, der Kunde ist immer König. Und die Kunden lieben sie. Sie lieben sie über alles, seit 40 Jahren. Sie macht ihren Job sehr, sehr gerne. Sie ist tough. Sie kann sich auch durchsetzen. Und sie, wie gesagt, sie macht ihren Job gerne. Die Kunden lieben sie. Und sie ist ein Mensch mit einem großen Herz, versteckt allerdings in einem großen Körper. Ja, auch ein bisschen vielleicht, der Körper vielleicht auch ein bisschen als Schutzschild, weil dieses Herz einfach so groß ist und sie vielleicht auch Angst hat, die Seele Angst hat, dass dieses Herz zertrampelt wird, und deswegen hat sie einen großen Körper, vielleicht auch um ihr Herz zu schützen. Und jetzt ist sie in eine Situation hineingeraten, wo sie mir erzählt hat, sie hätte sich nicht vorstellen können, dass sie jemals in diese Situation hineinkommt, denn sie ist noch nicht in Rente, absolut nicht. Sie hat noch ein paar Jahre und sie sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Man hat mir mein Leben, meine Aufgabe, ich bin hier, um diese Aufgabe zu erfüllen, um anderen Menschen zu dienen, um diesen Kunden, die extra Pflege nötig haben, zu dienen. Man hat mir das genommen. Man hat mir diese Liebe zu meinem Beruf jetzt in dieser Situation genommen. Sie hat sich gegen, zur Zeit, in der jetzigen Situation, sie hat nicht gesagt für immer, aber sie hat gesagt, aufgrund der aktuellen Lage habe ich mich dafür entschieden, derzeit an meinem Körper nichts durchführen zu lassen. Denn ich bin pumperlgesund, ich bin stark, ich habe Kraft, ich ernähre mich gesund und ich habe bis jetzt all das auch noch kein einziges Mal bekommen. Wenn sie jetzt zur Arbeit geht, und das nicht seit kurzem, sondern seit vielen, vielen Monaten, muss sie ja das machen, was alle anderen, viele anderen machen müssen. Und sie hat so einen Stapel verschiedener Tests. Und sie hat mir erzählt, mein Nasenloch, das Nasenloch, wo das Stäbchen immer reinkommt, sie sagt, das Nasenloch ist taub, es ist tot, es tut weh. Denn, klar, in diesen Stäbchen ist ja auch immer eine Chemie dran. Ne? Die Chemie geht ja auch rein, ne? Die geht ja dann auch, ne? Die Nase ist ja auch wirklich die direkte Verbindung auch mit Mund und Rachen. Sie sagt, dann spüre ich das auch immer im Hals, diese Chemie. Die Nase, das Nasenloch ist ihrer Meinung nach taub. Also sie sagt, es ist vollkommen taub. Aber das ist nicht einmal das Schlimmste. Sie sagt, damit kann ich auch einigermaßen umgehen. Schlimmer ist, dass sie jetzt nicht einmal ihre Arbeitsstelle mehr betreten darf. Sie muss draußen auf dem Parkplatz Auto parken, reingehen, das machen, was sie machen muss, ja, dieses Stäbchen in die Nase, und dann muss sie sich draußen bei der Kälte in das Auto reinsetzen und 15 bis 30 Minuten warten, bis sie das Ergebnis bekommt. Und erst dann darf sie hinein in das große Gebäude, darf sich um die Kunden kümmern. Sie hat Termine, sie hat Kunden, die mit ihr Kontakt aufnehmen möchten. Sie sagt, es ist für mich so schwer. Ja, und sie hat jetzt eine Diagnose bekommen. Sie hat jetzt die Diagnose von ihrer Hausärztin bekommen, dass sie jetzt eine Psychotherapie machen darf, machen soll. Ja, hat man ihr gesagt, weil sie einfach, klar, es sind noch andere Dinge passiert, aber das ist, sie sagt, wenn ich jetzt auf der Arbeit in meiner Liebe, in der Liebe zu meinem Beruf, mit meinen wunderschönen, netten, sympathischen Kunden, wenn ich da eine wunderbare Situation hätte, wäre ich nicht in diese Situation hineingeraten. Denn die Aufgabe erfüllt sie. Sie macht sie mit Herzblut. Sie macht sie mit Liebe. Aber jetzt
ist die Situation anders. Ja, ich wollte, möchte ich Ihnen diese Geschichte erzählen? Ich möchte Ihnen diese Geschichte erzählen, weil zurzeit ganz viele Menschen, bedingt durch die Situation, in eine Lage gebracht werden, wo sie gedacht hätten, dass sie niemals hineinkommen. Keiner von uns ist alleine. Wir sind alle zusammen. Und das habe ich auch meiner Freundin erzählt. Ich habe gesagt, du bist nicht alleine. Und sie weiß es auch, sie sagt es auch. Ja, es sind viele in einer ähnlichen Lage. Und wir halten zusammen. Und das ist vielleicht sogar, ja, das Positive an der Situation, dass ganz viele Menschen, ganz viele Seelen derzeit auch merken, dass sie nicht alleine sind, dass sie zusammenhalten. Und das ist nicht leicht. Ich weiß, sogar das Zusammenhalten ist nicht leicht. Denn da kommen plötzlich ganz viele Menschen zusammen, die ganz unterschiedlich sind, die auch ganz unterschiedlich ticken, ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, ganz unterschiedliche Meinungen haben. Und da entstehen manchmal auch die heftigsten Diskussionen. Und wie gesagt, das ist nicht leicht. Aber diskutiert aus der Liebe heraus. Lasst mal, wie man so schön sagt, 5 gerade sein. Und das Allerwichtigste, es geht hier nicht ums Recht haben. Es geht hier ums gemeinsam füreinander Dasein. Das Recht haben, die Zeit ist vorbei. Keiner von uns hat Recht, denn es gibt kein Recht. Es gibt kein Recht haben und wie viele von uns auch schon festgestellt haben, sogar vor den Gerichten, vor den weltlichen Gerichten gibt es oft kein Recht. Recht haben. Ja, viele von uns möchten Recht haben. Recht haben ist immer eine Sache des Egos. Ich werde es den anderen zeigen. Ich werde zeigen, wie stark ich bin, wie mächtig ich bin, wie viel Ego ich habe. In den vergangenen Jahren, ja, wir haben uns immer mehr und wir entwickeln uns auch nach wie vor, obwohl wir, wie gesagt, gerade eine Energieveränderung sehen, wir entwickeln uns auch wirklich trotz allem noch mehr in die Richtung des Egos. Das Ego ist auf dieser Erde. Das Ego jedes Einzelnen, ja, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ist so unglaublich stark geworden. Wir haben uns in die Richtung einer Ego-Gesellschaft entwickelt, in die Richtung einer Ellbogengesellschaft. Wie oft habe ich das im Studium auch als junges Mädchen gesagt bekommen? Wenn du was erreichen möchtest, brauchst du Ellbogen. Nein, natürlich ist das der falsche Weg. Wir sind jetzt in der Gesellschaft der kleinen Prinzen und Prinzessinnen. Ja, es geht nicht einmal mehr darum, etwas erreicht zu haben im Leben. Etwas erreicht zu haben wie diese Freundin, die seit 40 Jahren in der Pflege arbeitet. Das ist kein Beruf, wo man groß Karriere machen kann. Es ist ein Beruf, wo die Karriere nur darin besteht, zu sehen, dass die Kunden zufrieden sind, glücklich sind. Dass die Kunden sagen, danke. Das ist ein Beruf, wie gesagt, Karriere kann man vielleicht machen als Abteilungsleiter hinter einem Schreibtisch. Wenn man vielleicht aus der Pflege an den Schreibtisch irgendwann kommt. Aber wenn man sich bewusst dafür entscheidet, in der Pflege bleiben zu möchten, den Kontakt mit den Menschen, ich höre es so oft übrigens in den letzten Tagen, den Kontakt mit Menschen. Der Kontakt mit Menschen ist diesen Menschen so wichtig. Pflege ist ein Beruf, den mache ich in der Regel nicht, weil mir nichts anderes Besseres einfällt. Ja? Nein, das ist ein Beruf, wo ich Passion für brauche. Also wie heißt das? Passion, Leidenschaft. Wo ich Leidenschaft für brauche. In der Pflege sind 99% der Menschen, die dort arbeiten, Menschen, ja, die mit Leidenschaft für den Beruf da sind. Klar, einige, wenn sie 40 Jahre gearbeitet haben, sagen sie, boah, jetzt ist mal gut, mir tut der Rücken weh und es ist auch anstrengend und ich habe so viel schon gesehen und trotzdem bleiben sie in dem Beruf, weil es ihre Leidenschaft ist. Ja, und das sind die Menschen, die etwas erreicht haben im Leben, sehr viel erreicht haben, aus spiritueller Sicht, ne? Aus spiritueller Sicht. Die haben vielleicht keine Ellbogen. Eine Ellbogenmentalität. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen, die noch nicht mal ein abgeschlossenes
eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Ja klar, Berufsausbildung, ich muss ja keine Berufsausbildung haben. Manche Menschen erreichen auch viel ganz ohne Berufsausbildung. Aber trotzdem, Berufsausbildung ist nicht schlecht. Es zeigt, dass ich, ja, dass ich Balls habe, ne? Dass ich, dass ich was machen kann. Aber wir sind in einer Zeit, in der das Ego so mächtig geworden ist, dass ich mit Ellbogen offensichtlich auch ohne eine Ausbildung in eine Führungsposition hineingeraten kann. Ohne Erfahrung, ohne Ausbildung, ohne alles. Tja, also, deswegen sind wir auch in der Zeit, in der wir jetzt wirklich nur, meiner Meinung nach, aus dieser Situation rauskommen, mit Spiritualität, ja, aber mit der richtigen Spiritualität, mit dem Beschäftigen, mit dem kritischen Auseinandersetzen mit mir selbst, ja, mit mir selbst, mit meinen Fehlern und aus dieser Situation heraus wirklich versuche, gemeinsam mit anderen das hier zu verändern, den Hebel umzudrehen. Und es funktioniert, davon bin ich überzeugt. Ich bin nach wie vor die Positivdenkende. Nicht die Pessimistin, absolut nicht. Ui, jetzt habe ich das Wort gesagt, jetzt ist es als Energie in die Welt hinaus. Nein, ich bin positiv. Ich weiß, dass es funktioniert.